Eine Reise, die in Großbritannien begann und mit Folter endete. Wer die Haft angeordnet hat? Britische Behörden haben sie angeordnet. Ich war sprachlos. Ein rätselhaftes Flugzeug nimmt Menschen mit, die gefoltert werden sollen. Es fliegt zu einem Luftwaffenstützpunkt in Oxfordshire. Man ist hier ziemlich aktiv. Militärische und ehemalige militärische Einrichtungen werden benutzt. Bryce Norton zum Beispiel und Milton Hall. Ein britischer Botschafter warnt seine Vorgesetzten vor Folter und wird arbeitslos. Ich muss ehrlich sagen, mir kam nie in den Sinn, dass die Ablehnung der Folter in Großbritannien ein Kündigungsgrund sein kann. Heute reisen wir durch das weltweite US-amerikanische Netz der Folter. In dieser geheimen Welt gibt es keine Gerichte, keine Anwälte und kein Recht auf Berufung. Ich begann zu schreien und fragte, warum macht ihr das? Erst da verstand ich, dass es nur darum ging, mich zu foltern. Und wir zeigen, wie Tony Blairs Großbritannien all seinen Grundsätzen zum Trotz da hineingezogen wurde. Wahab al-Rawis Familie floh vor der Folter Saddam Husseins nach England. Wahab nahm die britische Staatsbürgerschaft an, gründete ein Geschäft und dachte immer, hier sei er sicher. Im November 2002 fuhr Wahab zum Flughafen. Er wollte geschäftlich nach Gambia fliegen. Aber als er an Bord der Maschine war, wurde er zur Seite gezogen. Das allererste Mal, dass ich Kontakt zu einem Geheimdienst hatte. Sie stellten mir ein paar Fragen, Routinefragen, wo ich hin wollte, was ich tue, wer bei mir ist. Sie schienen zufriedengestellt zu sein und sagten, ich könne fliegen und wünschten mir viel Glück. Wahab flog nach Gambia. Wahabs jüngerer Bruder Bishr lebte ebenfalls seit 20 Jahren in England. Anders als Wahab behielt er seine irakische Staatsbürgerschaft. Er war stolz, ein Iraker zu sein. Wenn ein Amerikaner oder Franzose hierher zieht, muss er normalerweise nicht die Staatsbürgerschaft wechseln. Einige Tage nachdem sein Bruder nach Gambia geflogen war, wollte Bishr ihm folgen. Aber als er und sein Geschäftspartner Jamil Albana an Bord gingen, wurden sie festgenommen. Wir trafen uns in der Paddington Green Polizeiwache. Sie waren unter einem Vorwand aus dem Flugzeug geholt worden, der frei erfunden war, und wurden über ein elektronisches Bauteil verhört, das sich als einfaches Akkuladegerät von Argos entpuppte. Sie wurden 4 Tage festgehalten und dann entlassen. Jamil fragte die Polizei, ob sie die Reise fortsetzen dürften. Sie wussten, dass er unterwegs nach Gambia war. Er fragte, ob das ein Problem sei, und sie verneinten. Bishr und Jamil konnten endlich fliegen. Wahab versprach, sie am Flughafen abzuholen. Ich freute mich auf sie. Sie waren den weiten Weg gekommen, mein Partner, mein Bruder. Aber nach der Landung wartete noch jemand auf sie. Die einheimische Geheimpolizei. Nach der Ankunft auf dem Banjul Airport wurden wir alle verhaftet. Mein Bruder, meine beiden Partner, Mr. Gunu und Mr. Monjali. Ich, mein Kontaktmann in Gambia und mein Fahrer. Die Männer wurden zum Hauptquartier des Geheimdienstes gebracht. Aber nicht die Gambier suchten nach ihnen. Die Amerikaner kamen 2 Stunden später. Sie wirkten von Anfang an sehr bedrohlich. Einer stellte sich als Mr. Lee vor und sagte, passen Sie auf, wir sind von der amerikanischen Botschaft. Wir arbeiten mit den Gambiern zusammen und wollen nur die Situation klären. Kooperieren Sie. Und ich sagte, ich habe mit Ihnen nichts zu tun. Ich möchte meine Botschaft kontaktieren und einen Anwalt.
Wahab wurde ignoriert. Stattdessen wollten die Amerikaner etwas über die Freundschaft seines Bruders mit diesem Mann wissen, Abu Qatada. Er war im Belmarsh-Gefängnis und wurde verdächtigt, eine Schlüsselfigur der Al-Qaida zu sein. Ich sagte immer wieder, ich kannte Abu Qatada, als er noch nicht als Terrorist verdächtig war. Niemand hielt ihn für einen Terroristen. Und ich werde meine Freundschaft zu ihm nicht verleugnen, weil sie anderer Ansicht sind. In dem Moment hätte ich einen Rat gebraucht von jemandem aus der Botschaft, mehr als alles andere und jemals zuvor. Niemand kam. Nach 2 Tagen verlegten die Amerikaner die Männer an einen anderen Ort. So um 2 Uhr in der Nacht wurde mir eine Haube aufgesetzt und ich wurde an Armen und Beinen mit Handschellen gefesselt. Man brachte mich zu diesem Haus, in ein Zimmer, zum Glück klimatisiert. Matten auf dem Boden, Fenster und Türen verrammelt. Wir wurden entkleidet und wieder an Händen und Füßen gefesselt. Die Verhöre wurden schlimmer. Die Amerikaner sagten, wir können genauso schlimm sein wie Saddams Leute. Ich fragte, inwiefern? Er sagte, wir können die Afrikaner dazu bringen, euch zu vergewaltigen, zu schlagen und so weiter. Jamil Albana verlor die Kontrolle und rastete aus. Er wurde verprügelt. Sie brachten ihn ins Krankenhaus. Ich bat noch einmal darum, jemanden aus der Botschaft und einen Anwalt sehen zu dürfen. Und da sagten sie, was glaubst du, wer die Haft angeordnet hat? Britische Behörden haben sie angeordnet. Ich war sprachlos. Er sagte, was glaubst du, woher wir unsere Informationen haben? Die britischen Behörden wollten euch genau hier haben. Die ganze Sache scheint nur durch internationale Verstrickung und Übereinstimmung möglich zu sein. Es passt alles zusammen. Der erfundene Vorwand, um sie hier aufzuhalten. Und die Amerikaner, die schon bereit waren und warteten, als sie ankamen. Nach 27 Tagen wurde Wahab freigelassen. Sein Geschäft futsch. Schockiert und durcheinander floh er zurück nach England. Niemand ist gekommen und hat mir gesagt, was mir vorgeworfen wird. Ganz und gar nicht. Es gibt nichts. Es kam nichts von der Verwaltung oder der Botschaft, nicht die kleinste Hilfe. In einer Erklärung zu dieser Sendung bestreitet die britische Regierung, dass sie die Festnahme der Männer veranlasst habe. Der britische Botschafter in Gambia habe sich sogar persönlich für Wahabs Freilassung eingesetzt. Das Außenministerium verweigert jedoch Hilfe für die Freilassung Bishar al-Rawis oder Jamil Albanas, da sie keine Bürger Großbritanniens seien. Die Amerikaner verlegten die Männer heimlich von Gambia nach Guantanamo Bay, wo sie die letzten 2,5 Jahre verbracht haben. Bishar erzählte seinem Anwalt, britische Geheimdienstmitarbeiter hätten ihn besucht. Die Situation jetzt ist internationale Gesetzlosigkeit. Es gibt die Bereitschaft zu entführen, zu verschleppen, Leute um die ganze Welt herumzujagen und den Folterern zu übergeben. Das ist fast normal geworden. Wie im Wilden Westen. Es gibt keine Regeln und es gibt keine Stimme, die sich erhebt und Nein sagt. Eine beängstigende Willkür. Was mit Bishar al-Rawi und Jamil Albana geschah, wird Rendition genannt. Verdächtige werden gekidnappt und in amerikanische Gefängnisse überstellt. Noch besorgniserregender ist aber die außerordentliche Überstellung. Dabei werden Terrorismusverdächtige für die Folterungen in andere Länder verschleppt. Es ist amerikanisch, aber es zieht sich durch Länder rund um den Erdball. In dieser Sendung brechen wir zu einer Reise auf, die einige der Knotenpunkte des amerikanischen Folternetzwerkes besucht. Wir beginnen im kanadischen Ottawa.
Maher Arar ist kanadischer Staatsbürger, geboren in Syrien. Er ist ein erfolgreicher Softwareentwickler und lebt seit seiner Jugend in Kanada. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder. Meine Frau hat mich manchmal einen Workaholic genannt, weil ich so viel gearbeitet habe. Manchmal von 9 bis 9. Sometimes 9 to 9. 2002 machte Maher mit seiner Familie Urlaub in Tunesien. Aber wie das so ist, eine wichtige Arbeit zwang ihn vorzeitig nach Hause zu fliegen. Ich flog über New York JFK nach Montreal. Die Maschine landete pünktlich, alles war normal. Aber dann zog man mich beiseite und wies mich an zu warten. Man sagte mir, es sei reine Routine, also war ich zunächst völlig unbesorgt, bis FBI und New Yorker Polizei auftauchten. Da begann ich mich zu fragen, was eigentlich los war, und mir wurde klar, es war ernst. Die Befragung begann ganz normal. Man fragte, wo ich arbeite, wie lange ich in den Staaten war. Fragen dieser Art. Aber dann wurde es bedenklicher, und bemerkenswert war, dass sie eine dicke Akte hatten, die sie von Zeit zu Zeit zu Rate zogen. Daraufhin äußerte ich die Bitte, mit meiner Familie telefonieren zu dürfen. Das wurde übergangen, also bat ich um einen Anwalt. Da sagten sie, sie sind kein amerikanischer Staatsbürger, daher haben sie kein Recht auf einen Anwalt. Wurde ihnen irgendwann gesagt, was man ihnen vorwarf? Nein, gar nicht. Es stellte sich heraus, dass Maher jemanden kannte, der jemanden von der Terroristenüberwachungsliste kannte, ohne das zu ahnen. Das, so scheint es, war alles, was die Amerikaner brauchten. Ich war verwirrt. Ich verstand nicht, was da vor sich ging. Ich hielt es für eine Verwechslung. Ich hatte wirklich keine Ahnung, um was es ging. Das Verhör dauerte 2 oder 3 Stunden. 5 Minuten danach wurde ich gefesselt. Mit Ketten an Armen und Beinen. Ja, so wie man es bei den Guantanamo-Gefangenen sieht. Maher wurde fast 36 Stunden am Flughafen verhört. Dann kam er in ein nahes Gefängnis. Ich wusste nicht, wo er war. Er verschwand einfach. Einfach so. Seine Häscher wollten ihn zwingen, zuzugeben, dass er der Al-Qaida angehöre. Als er sich weigerte, wurden die Drohungen schärfer. Sie sagten, wir verlangen, dass Sie freiwillig nach Syrien zurückgehen. Ich fragte, was? Und warum? Er sagte, Sie sind von besonderem Interesse. Ich sagte, Sie wollen mich nach Syrien schicken? In ein Land, in dem Folter alltäglich ist? Niemals, sagte ich. Ich kehre nicht nach Syrien zurück. 2 Wochen, nachdem man ihn am Flughafen festgehalten hatte, wurde Maher nachts geweckt und zu einem wartenden Gulfstream-Jet gebracht. Da wusste ich, ich sollte gefoltert werden. Ich fing an zu schreien und fragte, warum tun Sie das? Zuerst ging es nach Washington, wo das Team ausgetauscht wurde. Ich belauschte ihre Telefongespräche. Sie unterhielten sich mit der Special Removal Unit. Sondereinheit Beseitigung? Ja, ich weiß aber nicht, ob sie zur CIA, zum FBI oder zur Einwanderungsbehörde gehört. Mahers Familie hatte keine Ahnung, dass er amerikanischen Boden verlassen hatte. Er blieb verschwunden.
12 Tage waren wir vollkommen im Ungewissen, wo er sich befand. In Kanada sagte man uns, er sei vielleicht in Syrien. Syrien gab uns keine Auskunft. Jordanien sagte, hier ist er nicht, und die USA sagten, er ist nicht auf amerikanischem Boden. Ich war verzweifelt, aber ich war auch sehr wütend. Ich fragte, wie es sein kann, dass Sie einen Menschen nicht finden. Erklären Sie mir das.